Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder über meine Angststörung und meine Erfahrung mit Ängsten. Genau, in diesem Video soll es ein bisschen mehr um meine aktuelle Problematik gehen. Ich habe ja im letzten Video schon so ein bisschen darüber geredet, was für eine Problematik ich zurzeit habe und insbesondere Ende letzten Jahres hatte. Darüber werde ich jetzt in diesem Video ein bisschen mehr sprechen. Genau, wo fange ich an? Am besten noch kurz bevor das Ganze angefangen hat. Das letzte Jahr war für mich nämlich generell ein etwas schwieriges Jahr, was einfach daran lag, dass ich verschiedene gesundheitliche Probleme hatte. Ein Thema hat sich über, ja, eigentlich quasi das ganze Jahr gezogen, war für mich recht belastend. Und insbesondere als dann zuerst eine OP anstand, war das etwas, was meine ganze Gesundheitsangst irgendwie sehr getriggert hat, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe riesige Angst vor einer OP. Also das war so ein ganz großer Trigger, den ich hatte. Da kamen auch noch so ein, zwei andere Kleinigkeiten dazu. Ja, war alles nicht so schön. Und dazu kam, dass ich generell in dem Jahr so ein bisschen schon vorher schon gemerkt hatte, dass ich so ein paar Rückschritte bei meiner Angst gemacht hatte. Nachdem ich, worüber ich auch noch reden werde, das ganze Thema mit der Depression soweit, ja, ich will nicht sagen hinter mir lassen konnte, aber zumindest aus dem Schwersten wieder raus war. Ging es mir erstmal grundsätzlich soweit ganz gut. Also ich hatte nicht so wirklich starke Depressionssymptomatik mehr. Ich hatte auch keine wirkliche Angstsymptomatik. Das Einzige, was immer da ist und wo ich vielleicht auch nochmal drüber reden kann, war meine Zwangsstörung. Ja. aber ja, insgesamt ging es mir eigentlich zwischendurch ganz gut. So. Und dann hatte ich aber. Ist mir der Fehler unterlaufen, dass ich ja, alle vieles ein bisschen schleifen lassen habe. So, bei mir ist es so, ich muss regelmäßig trainieren. Und mit trainieren meine ich bei mir insbesondere in Form von Meditieren. Oder auch, dass ich nicht anfange, Situationen zu meiden, die mir in Zeiten, wo ich Angst habe. Oh, jetzt kommt hier gerade voll das Licht rein, die mir da Angst gemacht haben. Und ich habe so gedacht, so, oh ja, jetzt geht's mir gut, ich habe eigentlich auch keine Angst mehr und ja, jetzt weiß nicht, ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht so viel meditiere und mir die Zeit dafür nehme und ist jetzt ja auch nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht ständig in Situationen gehe, die mir mal Angst gemacht haben, denn ich bin ja über den Berg. Ja, und das hat dazu geführt, dass je mehr ich die Situation quasi, ich will nicht sagen bewusst gemieden habe, aber ich bin einfach nicht mehr in die Situation gegangen, was sicherlich auch unter anderem an der Pandemie lag. Das hat dazu geführt, dass ich Stück für Stück wieder eine Angst entwickelt habe, weil dieses, sag mal, dieses Lerngefühl, wie nennt man das? Dieses positive Gefühl, die Situation macht mir keine Angst mehr. Dieses Gefühl ist irgendwie weiter in den Hintergrund gerückt und so diese negativen Gedanken, so die Situation könnte ja vielleicht irgendwie dies und das sein, das ist wieder so ein bisschen mehr hochgekommen, weil ich einfach nicht mehr so in Übung war, nenne ich's mal. Ja, also sprich, ich hatte schon bevor das Ganze so schlimm geworden war, schon so gemerkt, so, oh, okay, ich entwickle wieder eine gewisse Angst davor, was weiß ich, im Bus zu sein, im Zug zu sein, ja, weit weg von gewohnten Orten allein zu sein oder so, wo ich denke, so, oh, wenn irgendwas ist, ist da vielleicht keiner, der mir hilft oder es kennt mich keiner. War für mich immer alles noch viel einfacher, wenn eine Vertrauensperson dabei war, aber allein war es für mich schwierig. Und ja, das war ein Thema und das im Zusammenhang mit den ganzen Gesundheitsthemen, die in dem Jahr waren, haben vermutlich zu dieser Eskalation Ende des Jahres geführt. Es fing damit an, dass ich eine sehr schlimme Schlafparalyse hatte. Das war Ende August. Und ich muss dazu sagen, ich hatte öfter schon Schlafparalysen. Also, ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie nicht gerade, kann das sein?
Moment, gerade ausrichten. Ich darf nicht so versacken. Ich neige dazu, wenn ich so rede, dass ich nicht so auf meine Körperhaltung achte. Und ich sehe mich hier gerade selber und ich habe das Gefühl, ich sitze immer schief. Das irritiert mich. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich hatte schon öfter Schlafparalysen und wusste früher auch lange gar nicht, dass es Schlafparalysen sind. Habe das erst später herausgefunden. Hatte ich öfter dann in Situationen, die für mich eher so stressiger waren. Und dann auch manchmal gehäuft. Aber es war jetzt nie so, dass das irgendwie besonders viel mehr ausgelöst hat. Wenn das Ganze vorbei war, dann war auch wieder alles okay. Aber diese eine Schlafparalyse war für mich ganz schlimm, weil ich habe irgendwie besonders stark meinen Herzschlag wahrgenommen. Und das hat sich für mich ganz komisch angefühlt. Und ich habe mir irgendwie eingebildet, als hätte ich irgendwie so eine Art Kammerflimmern oder so wahrgenommen, wo ich nicht mal weiß, ob man sowas überhaupt bewusst wahrnimmt in dem Sinne. Ich weiß es nicht. Aber es hat sich ganz komisch angefühlt und ich hatte davor schon öfter Probleme so mit Herzstolpern. Und ich denke, dass das Ganze auch wahrscheinlich unter anderem durch diesen ganzen Stress ausgelöst war. Auf jeden Fall, war ich dann zwischenzeitlich kurz im Krankenhaus, um das Ganze untersuchen zu können, weil mir das einfach so viel Angst gemacht hatte und ich Angst hatte, dass irgendwas in meinem Herzen ist. Bin dann einige Stunden da gewesen, wurde überwacht und für mich war das auch eine sehr schlimme Erfahrung, weil ich zwischendurch dann allein im Zimmer liegen musste, es war keiner da und ich war angeschlossen an Geräte, habe irgendwie Piepen gehört oder so und mein Puls war mega hoch, weil ich einfach so viel Angst hatte und das war für mich einfach absolut furchtbar. Dort wurde, fühlt sich irgendwie schief? Ich bin so irritiert. Naja, egal. Wurde erstmal nichts festgestellt, aber mir wurde gesagt, so ja, vielleicht wäre es gut, nochmal so ein 24-Stunden-EKG zu machen. Ja, so viel dazu. Habe ich später auch nochmal gemacht, da wurde auch nichts festgestellt, es ist alles vollkommen in Ordnung gewesen. Jedenfalls hatte ich dann in der nächsten Nacht Angst davor, wieder so eine Schlafparalyse zu bekommen, weil ich Angst hatte, dass mein Herz wieder so komisch schlagen würde. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich auf den Bauch gelegt und hatte die Hoffnung, dass ich dann keine Schlafparalyse bekomme, weil aus meiner Erfahrung war es immer so, eine Schlafparalyse bekomme ich insbesondere, wenn ich auf dem Rücken liege, manchmal aber auch auf der Seite, aber auf dem Bauch hatte ich nie eine Schlafparalyse, also habe ich mich auf den Bauch gelegt. Aber auf dem Bauch kann ich nicht gut schlafen. Ich hatte also eine sehr schlechte Nacht, war sehr angespannt, hatte Angst und das war dann auch in der nächsten Nacht so, dass ich mich wieder nicht getraut habe, mich anders hinzulegen. Und dann hatte ich auf einmal eine Nacht, wo ich komplett gar nicht geschlafen habe. Also das war für mich absolut furchtbar. Ich habe dann auf einmal so angefangen, auf meinen Puls zu achten, habe gemerkt, so, oh, der ist irgendwie schon wieder voll hoch. Und das ist bestimmt nicht gut. Und jetzt liege ich die ganze Zeit hier und kann nicht schlafen. Und mein Puls ist die ganze Zeit hoch und ich brauche doch jetzt eigentlich Ruhe. Und dann kam wieder meine ganze Herzangst ins Spiel, meine Gesundheitsangst, dass ich auf einmal Angst hatte, dass das schlecht für mein Herz ist, wenn der Puls die ganze Zeit zu hoch ist. Und dann hatte ich auch Stück für Stück eine Angst entwickelt, nicht schlafen zu können. Das ging allerdings erstmal nur ungefähr eine Woche so und dann wurde es erstmal wieder besser. Ich war dann zwischenzeitlich wieder an einem anderen Wohnort bei meinen Eltern für eine Woche. Und dort war es dann erstmal besser, dann bin ich zurück nach Hause gekommen und dann ging es auch erstmal. Aber es war nicht alles normal, also ich war immer so ein bisschen angespannt. Ich konnte zwar wieder recht normal schlafen bis Anfang November, aber ich habe gemerkt so, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie geprägt, diese eine schlimme Woche, wo ich übrigens auch wieder ganz viele Panikattacken bekommen hatte, wo ich richtig ausgerastet bin. Das war eine ganz, ganz schlimme Woche und da wusste ich noch nicht, dass noch eine viel schlimmere Zeit auf mich warten sollte. Ich weiß nicht, das Thema Schlaf war dennoch noch ein wichtiges Thema für mich und dann kam eine Situation im November,
Da hatte ich eine sehr triggernde Situation, eine sehr private triggernde Situation, einen Konflikt nenne ich es mal, durch den ich dann irgendwie erst sehr spät ins Bett gegangen bin und super viel geweint habe. Ich war super verheult und dachte so, nein, ich muss jetzt schlafen, weil mein Schlaf ist wichtig und es ist Zeit, dass ich jetzt ins Bett gehe, sonst, keine Ahnung, hätte ich wieder Angst bekommen. Und dann lag ich da und war irgendwie schon viel zu spät im Bett und dachte so, oh, ist schon so spät, okay, du musst jetzt schnell schlafen. Und ich konnte einfach nicht schlafen. Und bin dann irgendwann eingeschlafen, aber habe diese Nacht viel zu wenig geschlafen. Und das hat dafür gesorgt, dass dieses ganze Schlafthema wieder in mir hochgekommen ist. Das hat das Ganze wieder getriggert, dass ich wieder so eine schlechte Nacht hatte. Und ja, das hat etwas richtig, etwas losgetreten. So, an dem ersten Tag ging es noch so, dachte ich so, okay, hey, die nächste Nacht wird wieder besser. Aber auf einmal, ich habe mich am Abend hingelegt und bin direkt mit Angst ins Bett gegangen. Und das war etwas, das hatte ich vorher noch nie so stark gehabt. Also auch in der einen Septemberwoche vorher war es nicht so schlimm. Ich habe mich hingelegt und habe riesige Angst gehabt. Ich lag da, habe die Augen zugemacht, dachte so, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Habe die ganze Zeit meinen Puls gespürt und habe wieder angefangen, mich wieder auf den Bauch zu legen, weil wenn ich Angst habe, mich auf den Bauch lege, hat das etwas Beruhigendes für mich. Aber in dem Moment, ich weiß nicht, es hat mir nicht wirklich geholfen, es hat mich nicht wirklich runterfahren lassen. Ich habe in der Nacht wieder super schlecht geschlafen, bin ständig wach geworden und habe erstmal so, also habe wieder diese Erfahrung gemacht, oh Gott, wenn ich Angst habe, kann ich nicht schlafen. Und wenn ich auch erstmal eingeschlafen bin, werde ich wieder wach. Und dann muss ich wieder von vorne dieses Ganze durchgehen. Also ich muss von vorne wieder versuchen einzuschlafen, was wieder ewig dauern wird, weil ich wieder Angst habe. Und immer so weiter. Und das wurde dann erstmal jede Nacht schlimmer. Also ich bin wirklich ich bin zitternd ins Bett gegangen. Ich hatte so starke Angst, dass ich gezittert habe. Habe mich ins Bett gelegt, zusammengerollt. Gedacht so, okay, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Ja, habe mich da immer mehr reingesteigert. Und ich habe alles Mögliche versucht. Also ich habe versucht zu meditieren. Ich habe versucht, mir irgendwas Beruhigendes zum Einschlafen anzumachen. Ich habe White Noise und Brown Noise versucht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe versucht, bei Licht zu schlafen, damit diese dunkle Situation nicht so was Bedrohliches für mich hat. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe Schlaftees probiert, ich habe Baldrian probiert, ich habe erstmal alles Mögliche, alles Mögliche, was mir so spontan in den Sinn gekommen ist, versucht. Ja, aber es hat alles nichts gebracht. Und das Ganze hat sich dann halt auch immer mehr auf den Tag ausgeweitet. Also ich hatte dann tagsüber auch immer mehr Angst, weil ich dachte, oh Gott, jetzt hattest du schon so viele schlechte Nächte. Mein Körper ist bestimmt schon richtig ausgelaugt und geht jetzt gerade voll kaputt. Und und ich kann nichts gegen machen. Also ich glaube, ganz schlimm war für mich auch einfach dieses Gefühl, ich kann einfach nichts dagegen machen. Es ist so, ich habe mich so komplett ausgeliefert gefühlt. So richtig machtlos. Und das ist etwas, was ich vorher nie so in dem Sinne empfunden hatte, weil in meiner bisherigen Angstgeschichte war es immer so, es gab Situationen, in denen ich Angst hatte, aber abgesehen von dieser einen eskalierenden Situation, die ich so kurz vorm Vorabitur hatte, hatte ich nie so Situationen gehabt, wo ich wirklich dachte, es gibt nichts, in das ich mich reinflüchten, reinretten kann. Wenn ich Angst in der Schule hatte, war ich zu Hause safe. Wenn ich Angst beim Bahnfahren hatte, musste ich einfach aussteigen und dann war ich sicher und alles war okay. Zu Hause war generell immer ein Ort für mich, wo ich sicher war, wo ich zur Ruhe kommen konnte. Und ich hatte dann, abgesehen auch von der Septemberwoche, in der war das ähnlich. Und ich habe keine Ahnung, warum das zwischendurch wieder besser wurde, aber dann im November war das dann wirklich für mich so, ich hatte erstmals eine Situation, wo ich wirklich überhaupt keinen sicheren Ort mehr hatte, überhaupt keinen Zufluchtsort mehr. Ich war nirgendwo sicher von meiner eigenen Angst. Sobald ich mich hingelegen habe und sei es auch tagsüber auf dem Sofa und sei es nicht mehr mit dem Sinn zu schlafen, sondern einfach nur zu entspannen, sofort hatte ich Angst. Ich musste mich die ganze Zeit ablenken, um irgendwie zwischendurch mal aus dieser Angst rauskommen zu können. Es hat mir nichts geholfen. Es war absolute Katastrophe. Das Ganze ging ungefähr, ja, erst wie gesagt, ungefähr einen Monat.
Ein ganzer Monat, wo jede Nacht für mich absolutes Grauen war, wo jeder Tag für mich absolutes Grauen war. Immer früher am Tag fing es an, dass ich schon Angst hatte vor der Nacht, dass ich dachte, oh Gott, in 5 Stunden gehe ich schlafen und dann werde ich wieder Angst haben und dann werde ich wieder da liegen und nicht schlafen können und es wird wieder katastrophal werden und ich werde wieder Todesängste haben. Und jede Nacht wird es schlimmer, weil jede Nacht bringt mich so gefühlt näher an mein Grab. Also okay, es ist ja auch wirklich so gesehen so, aber ich meine jetzt halt, ich habe wirklich gedacht, so, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. So, ich dachte wirklich, bald werde ich die ersten richtig schlimmen körperlichen Schäden haben. Bald werde ich ja da liegen und einen Herzinfarkt kriegen oder was weiß ich was. Und es war einerseits diese Angst, dass mein Körper einfach von diesem Schlafmangel geschädigt wird und gleichzeitig die Angst, dass mein Körper von dieser permanenten Angst geschädigt wird. Also etwas, was ich in meiner Vorgeschichte ja auch schon hatte, nur noch mal viel extremer. Und ich habe die ganze Zeit geweint. Ich habe jede Nacht gefühlt geweint, tagsüber geweint. Aber dieses Weinen hat mir auch keine Erlösung gebracht. Also viele von euch kennen das ja vielleicht, wenn man weint so, danach fühlt man sich manchmal so erschöpft, aber irgendwie so auch so, hat auch so ein gewisses Maßen was losgelassen. Aber dieses Gefühl hatte ich nie, denn sobald ich irgendwie in eine gewisse Erschöpfung reingekommen bin, was irgendwie eine Form von Entspannung in Anführungsstrichen sein könnte, ist sofort mein Alarmsystem wieder hochgefahren. Ich war sofort wieder komplett unter Adrenalin. Also es war ganz, ganz schlimm. Und ja, ich war zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit von meinem Antidepressivum weg und war da sehr froh drüber, weil ja, ich war damit nie so glücklich und ich war so froh, dass ich es ohne schaffen konnte und habe mich da sehr lange gegen gesträubt, wieder was zu nehmen. Hab dann aber irgendwann gemerkt, so okay, nichts hilft mir weiter. Ich setze jetzt meine Hoffnung aufs Antidepressivum. Hab dann ein neues genommen, also neues bekommen, was ich vorher nicht hatte. Zwischendurch war meine Mutter dann auch bei mir für eine Woche, um mit so ein bisschen, ja, bisschen, ja, mich unterstützen zu können. Und die erste Zeit der Einnahme vom Antidepressivum war für mich nochmal die absolute Hölle. Weil alles so nochmal schlimmer wurde dadurch. Also in der Zeit der Einnahme, so die ersten knapp 2 Wochen, wurden meine Symptome erstmal nochmal verstärkt. Ich hatte dann auch Panikattacken nachts, also richtig schlimme Panikattacken. Nicht nur diese dauernde Angst und immer so kurz nach Panikattacke und richtiges Drama. Und es war wirklich so, es waren so richtig, richtig, richtig schlimme Panikattacken. Und sobald ich in diesem Erschöpfungszustand war nach der Panikattacke, ist dann aber auch die Angst wieder hochgefahren. Also selbst eine Panikattacke hat nicht dazu geführt, dass ich danach erstmal so weit erschöpft war, dass ich schlafen konnte oder nicht oder alles okay war, soweit. Nein, es kam direkt danach die nächste Angst wieder. Also meine Energie ging komplett auf diese Angst drauf. Und es war die absolute Hölle. Ja, und irgendwann wurde es dann besser. Aber jetzt nicht so, dass meine Angst komplett weg war. Also ich hatte immer noch Angst, aber es war nicht mehr so katastrophal, dass ich absolute Panik hatte, dass ich nur noch zitternd über Stunden im Bett gelegen habe. Ich hatte dann irgendwann erstmals wieder eine Nacht, wo ich mal wieder 6 oder 7 Stunden insgesamt geschlafen hatte. Und das war für mich, ich habe mich danach gefühlt wie ein komplett neuer Mensch. Das war so krass für mich. Und ich muss dazu sagen, ich war vorher, also ich bin eigentlich ein Mensch, ich brauche eigentlich mindestens 8 Stunden Schlaf. Teilweise schlafe ich auch mal 9 Stunden. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der recht viel Schlaf braucht. Und deswegen, ja, war das Ganze für mich vielleicht auch nochmal krasser. Es mag vermutlich auch Menschen unter euch geben, für diesen 3 oder 4 Stunden die Nacht mal vielleicht auch nicht so schlimm. Oder auch nicht über längere Zeit vielleicht mal nicht so schlimm. Ich kenne solche Menschen zumindest. Für mich war es die Hölle. Halt eben auch verbunden mit den Ängsten, weil ich hatte ja nicht nur das Problem, dass ich zu wenig Energie tanken konnte, ich hatte ja auch zusätzlich das Problem, dass ich unglaublich viel Energie die ganze Zeit in diese Angst gesteckt habe. Auf jeden Fall, ja, wurde es dann besser, wobei meine Angst sich dann mehr in so eine Nervosität entwickelt hat. Also das ist auch der Stand, wo ich aktuell bin. Schlafen tue ich insgesamt mehr oder weniger mittlerweile genug. Mit so ein paar Ausnahmen, wo es nochmal wieder schlechter ist. Aber
ich habe immer noch das Problem, dass ich eine sehr, sehr starke innere Unruhe in mir habe dabei. Also ich habe seitdem das Problem, dass ich nicht mehr richtig entspannen kann. Also ich habe wieder angefangen, jeden Tag Yoga zu machen und jeden Tag zu meditieren. Das ist für mich sehr wichtig, das zu machen. Hatte jetzt zwischendurch Corona, wodurch ich aktuell nicht so richtig Yoga machen kann. Zumindest nicht anstrengendes Yoga, also so ruhigeres Yoga, so Richtung Yin-Yoga. Das mache ich momentan wieder. Was auch wichtig für mich ist, aber ich merke, ich brauche auch eine gewisse Anstrengung, um diese ganze Energie mal rauszulassen und ja, ich weiß nicht, um irgendwie so einen Ausgleich zu haben, sag ich mal. Das braucht man ja irgendwie auch. Und ja, aktuell ist es relativ stagniert, das so ein bisschen bei mir, was mich irgendwie auch sehr stört. Ich muss sagen, ich habe auch parallel eine neue Therapie angefangen, allerdings gibt es da bisher auch noch keine Fortschritte. Ich muss auch sagen, ich habe generell auch schon relativ viel negative Therapieerfahrung machen müssen und diese Erfahrung zurzeit ja, ist leider auch eher wieder eine etwas negativere Erfahrung, wo ich mich auch so ein bisschen hilflos fühle zurzeit und ein bisschen da, also so auf mich selbst gestellt, dass ich halt meine eigenen Dinge rausfinden muss, die mir helfen und wo ich halt demnach wieder viel zu Yoga, Meditation gegangen bin, was mir auf jeden Fall auch sehr hilft und wo ich das Gefühl habe, dadurch mache ich die meisten Fortschritte, aber es stagniert halt auch so ein bisschen. Und ich bin auch geräuschempfindlicher geworden beim Schlafen, sehr, sehr viel sensibler bei so vielen Dingen. Ich muss immer mit Ohrenstöpseln schlafen, ich muss immer genau zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, ansonsten triggert es mich total. Zeitumstellung war für mich zum Beispiel auch ein ziemlicher Trigger, weil ich mich gefragt habe, oh, zu welcher Zeit gehst du denn jetzt ins Bett? Ja, es ist alles sehr, sehr schwierig. Ich bin sehr, sehr, sehr sensibel geworden bei vielen Dingen dabei. Und wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema für mich ist diese innere Unruhe, die ich meistens habe, nicht immer. Ich hatte auch schon mal Momente, wo ich keine innere Unruhe hatte, auch beim Schlafen. Ich hatte auch schon Meditationen, wo ich sehr tief entspannen konnte wieder. Aber es schwankt sehr stark und sehr oft gehe ich ins Bett und bin einfach nervös. Also ihr kennt das vielleicht, Nervosität wie vor einer Prüfung. Teilweise liege ich im Bett und fühle mich, als würde ich gleich in eine Prüfung reingehen, aber eigentlich steht nur die Nacht an. Oder ich werde zwischendurch nachts wach, ich werde meistens zwischendurch nachts wach und dann habe ich auch oft eine innere Unruhe. Auch sehr oft beim Aufwachen. Also ich wache eigentlich fast nie auf, ohne nervös zu sein. Und das ist für mich halt auch sehr belastend gewissermaßen. Zieht natürlich auch sehr viel Energie. Aber es ist nicht mehr so katastrophal und insgesamt würde ich sagen, dass ich sehr viele Momente habe, wo es mir auf jeden Fall momentan auch wieder sehr gut geht. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass es mir wieder so geht, wie es mir jetzt geht und ich arbeite weiter an den ganzen Problemen. Ja, und ich insgesamt würde ich sagen, geht es mir soweit ganz gut, trotz dieser Einschränkungen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass es das Ganze auch wieder besser wird, dass ich das Ganze bearbeiten kann und ja, es ist einfach schwierig, wenn man nicht mehr selber in sich, also wenn man nicht mehr in sich selbst Ruhe finden kann. Und wenn ich irgendwann nochmal mehr zu meiner grundsätzlichen Vergangenheit erzählen sollte, was ich jetzt noch nicht weiß, dann wird man aber sehen können, dass ich für mich selber immer, also eine lange Zeit, oft der einzige Ort war, wo ich wirklich sicher war, weil ich vieles mit mir selbst ausgemacht habe und ich war sozusagen meine einzige Vertrauensperson über Jahre, über sehr schlimme Zeiten, die ich durchmachen musste. Und es ist für mich daher auch wirklich auch nochmal wirklich sehr belastend, in mir selber auf einmal eine Gefahr zu sehen. Ich habe immer wieder Angst wieder vor Rückschlägen. Ich habe sozusagen Angst vor mir selber und vor meinen eigenen Gedanken, vor meinen eigenen Gefühlen. Denn diese Angst beim Schlafen, die ist ja wirklich, ich weiß, wenn ich einfach mich ins Bett lege, einfach keine Angst habe, werde ich schlafen können, alles ist gut. Also ich habe einfach Angst vor meinen eigenen Emotionen und vor meinen eigenen Gedanken, die diese Emotionen hervorrufen. Und es ist für mich momentan ein hartes Stück Arbeit, wieder Vertrauen zu mir selber zu finden, dass ich sicher in mir sein kann. Und das ist echt nicht leicht, wenn man einmal dieses Vertrauen komplett verloren hat und eine schlimme Erfahrung machen musste, dass man sich selber, ja, dass man sich selber in so eine schlimme Situation bringen kann. Und
ja, dass vieles, was ich erstmal verarbeiten muss und vieles, ja, was mich sicherlich noch eine gewisse Zeit sehr prägen wird. Und ja, worüber ich vielleicht auch irgendwann bei Zeit nochmal Updates geben werde, ist, dass ich zum Beispiel jetzt angefangen habe mit einer speziellen Form von Yoga, und zwar mit traumasensitivem Yoga. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe damit gerade erst angefangen, aber es hat sich schon mal für mich sehr, sehr gut angefühlt. Ich konnte danach tatsächlich endlich mal wieder richtig entspannen. Die letzten Tage hatte ich immer wieder das Problem, dass ich sehr nervös war beim Meditieren. Und als, nachdem ich diese Form von Yoga gemacht habe, war ich endlich auch mal wieder entspannt. Und ich werde das jetzt weiter verfolgen. Und ich habe immer wieder mal so neue Ansätze, die ich verfolge, die ich ausprobiere. Und darüber kann ich auch gerne mal so ein bisschen erzählen. Insbesondere vielleicht für Menschen unter euch, die auch Probleme mit Ängsten haben, könnte das vielleicht interessant sein. Und ich, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich erzähle, was mir und also was mir so geholfen hat oder was ja für mich halt irgendwie nicht so hilfreich war. Und ja, bin gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird bei mir. Falls ihr irgendwelche Gedanken dazu habt oder auch irgendwelche Anregungen, könnt ihr das auch übrigens gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr auch Leute kennt, die vielleicht ähnliche Probleme haben und wo denen irgendwas besonders gut geholfen hat. Ja, was mich momentan auch noch sehr stört, ich bin ja sehr unglücklich mit der Therapie, die ich zurzeit habe, und wollte schon lange gerne zum Beispiel eine etwas Richtung Traumatherapie machen und auch eine, sag mal, ganzheitliche Therapie, die nicht nur auf Gesprächstherapie ausgelegt ist, sondern auch den Körper mit einbringt. Da gibt es ja auch viele Ansätze, gerade auch im Bereich Trauma. Das Problem ist allerdings, dass solche Dinge, soweit ich weiß, nicht von der Krankenkasse gezahlt werden, und sowas kann halt auch schnell mal richtig teuer sein. Also falls ihr da zufällig irgendwas kennt oder selber Erfahrungen habt oder Leute kennt, die da Erfahrungen haben, könnt ihr das auch gerne mal teilen. Ich bin sehr dankbar für jeden Tipp und jeden Hinweis. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr dabei geblieben seid und zugehört habt bis hierher. Und ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss.